Das Marketingfeld ist mega groß, mega vielseitig und deswegen möchten wir heute unsere Kollegin vorstellen, unsere Efikon-eigene Influencerin, die hinter den Blogbeiträgen, aber auch uns in Social Media Posts steckt. Das ist aber natürlich nicht alles. Du machst ja noch viel mehr. Erzähl uns einfach ein bisschen darüber. Genau, das mache ich natürlich sehr gerne. Also als Influencer würde ich mich jetzt nicht unbedingt bezeichnen, vielleicht eher als Content Creator. Das klingt auf jeden Fall erstmal ein bisschen kompetenter. Okay. Ja, ich bin hier im Prinzip für alles, was mit der Website zu tun hat, verantwortlich. Also natürlich nicht für die Programmierung, das macht unser ITler, der Christoph. Aber ich bin, wie du schon gesagt hast, für Social Media zuständig, dass da alle Beiträge kommen, die Blogbeiträge. Du unterstützt mich ja natürlich da immer, Robert, wenn du da bist. Genau, ansonsten alles, was jetzt mit der Außenkommunikation zu tun hat, das sind so grob meine Aufgaben. Das ist ja ein sehr breites Aufgabenfeld, was du hast, ziemlich abwechslungsreich. Wie bist du dazu gekommen und seit wann bist du Teil des Efikon Genau, ich bin seit 2 Jahren inzwischen bei Efikon und zu Efikon gekommen bin ich durch einen Recruiter, der mich damals auf einem Event angesprochen hat und wir haben uns dann kennengelernt und ja, nach einer Zeit hat er dann so gesagt, dass er bei Efikon oder die bei Efikon jemanden suchen im Marketing, dass ich da mega gut ins Team passen würde und habe mir gedacht, okay, das kannst du dir ja eigentlich mal anhören. War dann hier zum Gespräch mit Stefan und Madeleine zusammen und das hat von unserer Seite aus dann gut gepasst und da habe ich mich relativ schnell entschieden, dass ich gerne zu Efikon wechseln will. Kreativität ist natürlich so ein Punkt, den du angesprochen hast, der bei deiner Arbeit ja extrem wichtig ist, worauf es echt ankommt. Woher nimmst du deine Kreativität und deine Inspiration? Hast du da so gewisse Quellen oder kommt das einfach aus dir heraus gesprudelt, sage ich mal? Es kommt natürlich nicht einfach rausgesprudelt, aber ich bin grundsätzlich davon überzeugt, dass jeder auf seine Art und Weise kreativ ist oder sein kann. Ich denke, man muss das halt zulassen und achtsam durchs Leben gehen. Gerade in der Natur kommen mir viele Ideen, also wenn ich zum Beispiel laufen bin, da kriege ich einen super freien Kopf und dann kommen mir mega viele Ideen. Aber natürlich auch jetzt so aus dem Gespräch mit anderen, also zum Beispiel, wenn wir uns jetzt unterhalten und irgendjemand eine Idee hat, dann schaukeln wir uns ja gegenseitig hoch. Und das ist eigentlich mit jedem Kollegen oder jeder Kollegin hier so und es hat immer jemand irgendeine Idee und dann kann man das weiterentwickeln. Und genau so kommen die Ideen im Prinzip zustande. Ja, aber es ist natürlich ein Teil unseres Lebens, der uns echt viel beschäftigt, mit dem wir viel zu tun haben, aber es gibt natürlich auch ein Leben außerhalb. Jetzt hast du gerade schon das Laufen erwähnt, das du gerne machst. Was machst du sonst noch so? Ich mache viel Sport, ich lese aber auch viel, weil ich in letzter Zeit so ein bisschen gemerkt habe, dass es zu viele Netflix-Serien wurden. Und ja, ansonsten, was man halt so typisch macht, sich mit Freunden treffen, viel Zeit mit der Familie verbringen, genau. So, zum Abschluss würde ich dich noch was fragen. Und zwar, über 2 Jahre hast du sicherlich viel gemacht hier, hattest viele Aufgaben, viele Projekte durchzuführen. Was war denn so das Coolste, was dir passiert ist, was du gemacht hast? In den letzten 2 Jahren haben wir natürlich ganz viele coole Projekte schon umgesetzt. Es fängt ja zum Beispiel bei dem Commander an, ja, den wir extra ins Leben gerufen haben. Das hat ja so auch kein anderes Unternehmen, das hebt uns auf jeden Fall ab. Das war ziemlich cool, dass wir das so einfach umsetzen konnten und dass wir da auch unsere eigenen Karikaturen haben. Ansonsten, was mir jetzt noch einfällt, ist auf jeden Fall unser Herzensprojekt. Und zwar geht es darum, dass unsere Mitarbeiter, also unsere Kollegen, ihre sozialen Projekte, ihre Herzensprojekte vorstellen konnten. Und im Prinzip ist es wie so ein kleiner Spendenwettbewerb. Genau, und da könnt ihr mal auf unsere Homepage dafür voten. Ja, war ein guter Abschluss. Und dann vielen Dank, dass du da warst. Ihr habt jetzt unsere Influencerin mal kennengelernt. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann stellt sie uns gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Wir wünschen euch schöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und bis dahin.